So, jetzt geht's wieder weiter mit dem Angelspiel, den ich den Namen nicht mal aussprechen kann. Ich glaube, Re. Dö. Dö. Also ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Ich kann es nicht aussprechen. So, aber wir brauchen Holz. Und ich wollte noch gerne zu der Insel hier oben fahren. Nee, oder? Nee, 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 nee. Der Bürgermeister hatte hier irgendwas gesagt, dass hier auch ein paar Schiffswracks sind. Vielleicht finden wir hier Holz wieder ein bisschen. Da ist wieder was. Nein, angeln. Okay, Bluthaie haben wir schon gehabt. Holz, Holz. Nein. So, er schafft drei Holztiere. Wieder ein Ring. Eine Kette. Silberstück. Das ist Schrott, okay. Das brauchen wir nicht so wirklich. Und dann fahren wir jetzt zum Hafen. Kein Platz so wirklich. Nee. Sollen hier lang gehen. Also Fischhändler, Fisch verkaufen. So, und Trockendock. Zwei Holzdinger haben wir ja. So, und neuer Rumpf. Bessere dein Schiff auf Stufe 2 rum. Und füge 5 neue Frachtplätze hinzu. Zusätzlich einen Preis, okay. So, Lager. Und hier auch noch ein Fisch. Nein. So. Fischhändler. Lager.
Blutteil. Was ausruhen? Wir waren wirklich bis da hinten hin. Sieht so aus. So, hier war nur Schrott, aber ja, mitnehmen. So, da haben wir unseren Schmuck zu verkaufen. Meine Flaschenpost haben wir immer noch nicht gefunden, so wirklich. Zum Lager, zum Lager, zum Lager. Fahren wir jetzt mal da geradeaus um hier ist zu gucken. So, Fischer. Was bist du? Zwischen oder Schwamm. Wink. Perlenohrringe. Für das Haus ist das gebaut. So, Architektin. Ah. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm es doch bitte. Grundwissen für Ingenieur. Okay. Sie gibt dir ein Buch. Der Einband ist staubig, sonst ist es in gutem Zustand. Wenn du je hier andockst und länger lagern willst, dann kommst du mir. Ui, wir haben hier ein Lager. Das ist geil.
Der Jüter. Spott. Und Holzplanken, Holzplanken. Niedrig, das heißt also vielleicht nur zwei. Ja, oder nur einer. Das ist doof. Aber wir können hier unser Lager. Ab zum Lager, ab zum Lager, ab zum Lager, ab zum Lager. Nein, ich glaube, ich sollte lieber noch mal schlafen. Ich sollte schlafen, nicht dass die Panik kommt. Was bist du? SOS, okay. Schiffrüchig. Oh, ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Oh, wie froh bin ich, dich zu sehen. Was ist passiert? Ich wurde hier an Land gespült. Das muss in ungefähr 2 Wochen sein. Wir fuhrten über die raue See und als uns seitlich eine Welle traf, ging ich über Bord. Ich dachte, meine Mannschaft suchte nach mir. Aber deins ist das erste Schiff, den ich je gesehen habe. Hab die Jungs. Haben die Jungs, die ich hier schickt? Nee. Oh, ich bin mir sicher. Sie suchten mich da draußen. Könntest du mich mal kleinen Markt bringen? Dort könnte ich wieder zu ihnen stoßen, wenn das nächste Mal anliegt. Klar, nehme ich dich mit. Komm rüber. Das Schiff klettert an Bord. Klein Mark. Bevor wir das mal klar haben, Klein Mark. So.
Hier liegt wieder Holz. Das ist gut. Und nee, das ist kein Holz. Das ist. Der süße Gestank der Seversion. Ich dachte nicht, dass ich es einmal vermissen würde. Wenn es zu dir für jeder, der gerade gerettet wurde, ist er ziemlich schlecht aufgelegt. Ich habe nicht viel mehr mit mir, wie du dir vorstellen kannst, aber diese Dinger für mich sind nicht mehr viel wert. Aber vielleicht für dich was. Zieht einen silberigen von dem Finger und gibt dir den Symbol Steuerrad passiert. Dieser Silberring zittert ein brechendes Steuerrad. Ist einfach jeden Kapitän Glück bringen, der er trägt. Auf so neue Horizonte, mein Freund, und lebe wohl. Ein treuer Kunde, bitte nimm dir das Zeichen meiner Wertschätzung. Ich bin sicher, dass du es für nützlich hier findest. Es ist hier ein Buch und Staffel deiner Tisches. Ein reiches Studium. Es ist vom Show bedeckt, abgesehen vom guten Zustand. So, Lager zum Lager zum Lager. Forschen. So, ist dunkel, aber wir können noch rüberfahren. Erschöpft. Wir haben durchlesen. Der Grundlagen für den Ingenieur. Ausrüstungstyp mit Haltbarkeit verlieren dieses 10% Lasner. Haltbarkeit. Verstehe ich nicht. Entspannter Geist. Hacken. Kalmar. Tausende Zungen wickeln. Sich wild um vergilbten schlieren Zahnreihen. Der oberste Zahnreihe ist nahezu menschenähnlich. Fischhändler?
So, trockenen Dock. So ein Lager. Ja, jetzt wollen wir noch irgendwie ein anderes Schiff verbessern. Edles Metall. Wo kriegen wir das denn her? Okay, der hat nichts für mich. Hier ist auch nichts. Kann ich irgendwas Neues anbauen? Yes. Wieder einen neuen Motor kaufen. Zweiundzwanzig, okay. Das heißt also, ausbauen, ist Lager, ausbauen, Verkauf. So, dann sind wir jetzt noch schneller. Ich wollte ja noch die Dinger reparieren lassen. Schiffbauer. Das reparieren. Ein Boot. Bam. Und bam. Scheinwerfer. Kajüte. Buch haben wir gerade gelesen. Sturmklippen. Also irgendwo. Diese Richtung. Würde ich sagen, wir nehmen zuerst diese Insel mit. Und gucken uns diese Insel nochmal an. Nähert sich einer Gestalt mit Kapuze. Ihr Gewand ist nachtblau. Das Gesicht ist kaum zu erkennen. Kischas, Mann! Bitte Hilfe! Das raue Flüstern ist neben Wind und Seegang kaum zu hören. Still! Ihr Hunger. Die Gestalt mit der Kapuze droht. In alten Dokument sich. Zeigt auch ein Bild. Und es scheint eine blaue Margrethe zu handeln. Blaue Makrele können wir dir bringen. Auf der Insel liegt ein verrottetes Mast, halbbedeckt von Laub. Darunter sind zwei zerbrochene alte Rumpf. Nicht mit. Nehme ich mit. Aber wir brauchen immer noch eine blaue Makrele. Was hast du? Achso, du bist nur. Da war ein Wal.
Hier. Und blaue Makrele. Still den Hunger. Altes Moment, yep. Den Kundengriff stoßt sie die Hand von der Speiseröhre des Fisches und reißt ihnen das Herz raus. Sie stoppt es sich kurzerhand in den Mund. Meer, immer noch leer. Bleibt ihr im Bild. Tigermakrille. Eine Tigermakrille. Haben wir eine Tigermakrele? Makrele. Makrele. Ist näher. Sturmklippen. Okay. Ja, nämlich auch da, ja. Tja, Makrele. Nein, warte. Für uns. Geht, glaube ich, zuerst nach da. Ahoi! Ein neues Gesicht, ein Fischer, nehme ich an. Perfekt. Dann... Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Ich bin eine Reisende und eine Händlerin. Alles in einen. Solltest du den Fisch verkaufen? Was soll wollen? Ich nehme es dir gerne ab und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Ich handle zunächst mit kleinen Ausrüstung, die du dir meine Sachen gerne anschauen willst, wenn du dabei bist. Kommst du mir, wenn du handeln willst? Ja, ich hab aber keinen Fisch. Schiffsdock. Also ich habe jetzt an einen Trockendock einen Hafen gewöhnt, aber haben diese Ausrüstung Aufbesserung deines Schiffes auch hier mit einem Schwimmdock ausführen. Probier es doch mal aus. Wird jetzt immer noch. Werft? Viele Ausrüstungsgeschäfte sind schwer. Ich lade also nichts auf vollen Angebote. Weil die Angebote kennen. Nein! Gleich. Wir fischen. Und die Tigermakrele.
Also verschmackt. So, jetzt zum Werft. Nee, nein. Schwimmbock. So, jetzt brauchen wir nur Geld. Arne Hellenderin. Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Du brauchst vielleicht Hilfe? Unterstützung? Sehr gerne. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, welche Fischarten aufhalten. Die meisten konnte ich auf meine Reisen finden, aber es gibt doch ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Willst du deine Informationen mit mir teilen? Ja klar. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikanaal, Riesen, Tigersammler und Wasserflosser. Ich weiß schon ein wenig über die Arten. Also kann ich dir vielleicht in der richtigen Richtung weisen. Erzähl mir was von einem Riemenfisch. Da der Riemenfisch einen langen und empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefe, aber ruhigen Wasser lebt. Vielleicht in der Nähe von den Sturmklippen. Und dem Pelikanal? Ich weiß über den Pelikan, in den tiefen Tiefen des Ozeans lebt. Um ihn zu fangen, benötigst du eine spezielle Ausrüstung. Die Fische sind wirklich ganz unheimlich. Die gehen in trüben, schlammigen Gewässern auf die Jagd und verbergen sich im Schatten der Bäume. Also mal grob bestimmt. Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo die Quastenflosser finden. Aber die haben doch irgendwas Unheimliches, Urzeitliches an sich. Okay. Was warst du über Sturmklippen? Also, da drüben liegt Umfeld. Gleich gegenüber einer der Bucht einer trostlosen kleinen Walfängerstadt. Die Leute da brauchten immer etwas. Gut für meine Geschäfte. Die Einwohner sprachen immer zu über die Klippen. Die meisten führen sie. Ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie hier bleiben. Manche dringen sich aus der Tiefe ein Scroll. Ich bleib hier nicht länger als nötig. Bist du immer draußen auf dem Wasser? Ja, immer. Ich mag es, unterwegs zu sein. Der Reisen ist mir sogar wichtig als Handeln. Ich bin eher so was wie eine Handelreisende. Ich komme viel herum. Sehr schön ist, wenn ich treffe jede Menge Menschen, was aber nun manchmal schön ist. Es gibt immer noch was Schönes, ja klar. Siehst du, sehe manchmal seltsame Dinge. Seltsame Dinge? Jede Menge. Aber ich versuche nicht, da jetzt darüber nachzudenken. Sonst wird man irre, weißt du? Wenn man etwas selbst sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht seltsam. Oder vielleicht doch. Und noch dazu noch unglaublich gefährlich. Besser lieber kein Risiko eingehen. Okay. Tigermakrele. Nachrichten. Also pack mal Manifest. Boot. Türkan Peace. Besitzer Mr. Michael Schritt. Hafen Schumklippen. Musiktouren aus Eichenholz.
so einen Stäbchenpreis erworben von einem Antiquitätenhändler in Kleinmark. Vorher geboren aus seinem unbekannten Schiffwachs auf den Unterseite wurde die Buchstaben J eingeritzt. Oder J. Davon abgesehen ist das Stück in tadellosem Zustand, wurde bereits nicht geöffnet. Aus Sorge von dem Mechanismus zu beschädigen, muss noch vom Schlosser begutachtet werden, weil sie gemaste. Geschnitzt erotischen Holz. Exotische Holzmaske. Erotisch und exotisch. Holzmaske. Soll angeblich Glück bringen. Diese Fruchtbarkeit, gute Gesundheit, Reichtum, Reden und Schutz vor bösen Geistern. Eintauschen gegen ein paar Socken und eine Kette gegen eine Taschenuhr. Kann man hier runter machen? Nee. Fünfteiliges Teeservice. Porzellan. 6 Tassen, 6 Untertassen. Erworben von einem asiatischen Händler. Nicht benutzt. Glas mit Erde. Ein Einmachglas gefüllt mit Erde von der Meteoriten Abschutzschilde angeblich. Mission. Einerseits seltene Fische, ja. Mama, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir ruhen uns aus. Und ich bin in dem Part. Also ich bedanke mich, wünsche euch einen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mod. Wir sehen uns morgen in einer frischen Reise. Bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.